Der Film Antigone oder Antigone, weil es ist ja ein Film aus dem französischsprachigen Kanada, hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist wirklich eine Adaption des antiken Mythos auf unsere Gegenwart und das ist natürlich für alle, die diesen antiken Mythos kennen, schon mal allein sehr spannend, wie macht man das. Aber ich kann es gleich zur Beruhigung sagen, für alle, die den antiken Mythos nicht kennen, ist es genauso spannend. Und ich glaube, dass es ein Film ist, der sehr geeignet ist, auch für ein junges Publikum, weil die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller sind jung. Es hat sehr, sehr viele aktuelle Themen in dem Film, wie Migration, Polizeigewalt, Justiz, Social Media, was besonders interessant ist, weil Social Media übernimmt hier eigentlich auch die Rolle des antiken Chores. Aber es ist ein sehr junger Chor, der sich da äußert. Und man ist in jeder Sekunde bei dieser Hauptdarstellerin, die einfach fantastisch ist, die gnadenlos ihren Weg geht, so wie das auch im Mythos der Fall ist. Antigone, sie kämpft für ihr ganz persönliches Recht. Und was das Gute ist an dem Film, es ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Also man kommt ständig ins Schleudern und fragt sich, wer hat nun Recht, wer hat Unrecht, was ist hier eigentlich los? Es ist wirklich nicht so ganz einfach, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber man geht immer mit dieser Hauptfigur mit. Und das ist die ganz, ganz große Qualität von diesem Film, der einen wirklich nachhaltig berührt, der einen zum Nachdenken bringt, der teilweise sehr harte Szenen hat, teilweise sehr berührende Szenen, aber auch einige komische Szenen. Ich kann diesen Film aus vollem Herzen nur empfehlen.